Moin und willkommen in meiner Garage. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ihr von dem Recurve-Bogen die Wurfarme sauber einstellt und heute soll es um die Pfeilauflage, den Button und die Notpunkte gehen. Als erstes richten wir dazu die Pfeilauflage so aus, dass der Checker locker aufliegt, noch ein bisschen sich bewegen kann und in Höhe, wenn ich den jetzt mal entferne, werdet ihr sehen, mit dem Buttonloch liegt. Das heißt, wir richten den Checker so ein, dass die Unterkante des Checkers auf der Unterkante des Buttonlochs liegt. Meine Pfeilauflage ist jetzt soweit sauber eingerichtet. Das heißt, da gibt es nichts weiter zu tun. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, hätte ich das bei meiner Pfeilauflage korrigieren können, indem ich diese Schraube löse und auf der Rückseite eine Schraube löse. Und dann hätte ich den Drahtfinger rauf und runter stellen können. Da das hier perfekt ausgerichtet ist, muss ich das nicht machen. Jede Pfeilauflage ist ein bisschen anders, aber die meisten Pfeilauflagen haben in irgendeiner Form eine Schraube, die das sichert. Habt ihr die Pfeilauflage soweit grob eingerichtet, könnt ihr jetzt die Nockpunkte anbringen. Dazu habe ich mir den Bogen waagerecht hingelegt und habe den Checker wieder genauso aufgelegt, wie wir das vorhin hatten, sodass er locker über der Pfeilauflage schwebt. Den oberen Nockpunkt werde ich ungefähr auf 12 mm binden. Das hat sich als ganz guter Startpunkt herausgestellt. Natürlich könnt ihr oder müsst ihr am Ende den Nockpunkt ausschießen, wenn eure Technik soweit ist. Um den Nockpunkt zu binden, mache ich einen ganz einfachen Knoten und wickel den Faden aber zweimal durch. Das führt dazu, dass der Knoten am Ende etwas runder wird. Ansonsten reicht auch ein einfacher Knoten. Und ziehe den vorsichtig fest, richte ihn bei 12 mm ein und ziehe fest. Jetzt können wir den Checker entfernen und machen das Ganze unterhalb von der Sehne weiter. Einmal durch, zweimal durch. Vorsichtig festziehen. Und oben. Einmal durch, zweimal durch. Und das Ganze machen wir so, dass oben und unten jeweils drei Knoten liegen. Um den Abschluss zu bilden, lege ich jetzt die Schlaufe nur einmal durch und versuche den Knoten zwischen die zwei vorhergehenden zu ziehen. Einmal kräftig dran gerupft und mache einen ganz normalen Knoten zum Abschluss. Jetzt können wir den Faden abschneiden und die Enden abbrennen. Auch hier wieder Flammen gehen nach oben, vorsichtig mit Feuerzeug und Sehne. Um den unteren Nockpunkt zu binden, schnappe ich mir jetzt einen Pfeil. Eine Nocke würde auch vollkommen ausreichen. Nocke die auf. Die kann sich hier schön frei bewegen. Sorge dafür, dass sie oben sauber anliegt. Schneide mir noch ein Stück Faden runter. Und binde den unteren Nockpunkt. Hier lasse ich ein klein wenig Luft zur Nocke, so ungefähr einen Millimeter, sodass die Nocke nicht zusammengequetscht wird im Vollauszug. Wenn der erste Knoten festgezogen ist, können wir den Pfeil auch schon runternehmen, damit er uns nicht stört. Und machen wie gehabt weiter. Zweimal durch und rumgezogen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das hält,
oder ihr keine Reparaturen im Feld machen wollt, könnt ihr an dieser Stelle, nachdem ihr den ersten Knoten gewickelt habt, etwas Kleber auf die Mittenwicklung packen und diesen Faden dann zum Wickeln, den Knoten dann da durchziehen. Ich bin allerdings ein absoluter Gegner von Kleber an der Sehne, solange es sich vermeiden lässt. Da ich weiß, was ich tue, kann ich das auch im Feld reparieren. Und wenn ihr das ein paar Mal geübt habt und es im Kopf habt, wie es funktioniert, dann solltet ihr auch diese Reparaturen im Feld durchführen können. Bei 3 angekommen, versuche ich jetzt wieder den letzten Knoten zwischen zwei vorhergehende zu ziehen und einen zum Abschluss. Und wie üblich abschneiden und abbringen. Fertig sind die Knotpunkte. Wenn ihr dann nachher Pfeilauflage und Button sauber eingestellt habt und ihr die Knotpunkte nochmal ausschießen wollt, gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sich auf 2 Meter vorabs Papier zu stellen und durchs Papier zu schießen, den sogenannten Papiertest. Und dann werdet ihr sehen, wenn der Knotpunkt passt, wird es keine Höhenausrisse mehr geben. Sollte das doch der Fall sein, müsst ihr die Knotpunkte noch einmal versetzen. Die zweite Möglichkeit ist, sich einen Rohschaft zu nehmen und den mit einer Gruppe zusammenzuschießen. Und auch hier gilt, wenn der Rohschaft auf der gleichen Höhe sitzt wie die restlichen Pfeile, dann habt ihr den Knotpunkt sauber gesetzt. Ansonsten müsst ihr an den Knotpunkt nochmal dran. Die 12 mm sind nur ein guter Startwert. Als nächstes kümmern wir uns um Pfeilauflage und Button. Zuerst mal der Button. Um den Button richtig einzustellen, habe ich mir wieder als Hilfsmittel eine Wurfarmlehre oben drauf gesetzt und den Stabi draufgepackt. Die Sehne so ausgerichtet, dass sie sauber durch in die Mitte des Stabis läuft und auch durch die Wurfarmlehre. Der Pfeil, da es ein Reinkarbonpfeil ist, sollte ganz gerade rausgehen. Was jetzt zu sehen ist, dass er etwas nach rechts zeigt, das wollen wir korrigieren. Dazu schraubt man am einfachsten mal den Button raus komplett. Dann lässt sich leichter arbeiten. Nimmt sich den passenden Schraubenschlüssel und versetzt Fokus. Und versetzt diesen Ring hier. Der bestimmt, wie der Button nachher am Bogen sitzt, im Verhältnis zum Bogen. Ich löse also einfach die Schraube, die ihn festhält, und jetzt können wir ihn verdrehen. Weil der Button weiter rein muss, drehe ich schon mal ein bisschen weiter und drehe den Button dann wieder in den Bogen mit der mit dem Button noch ziemlich locker. Jetzt drehe ich das so weit rein, bis der Pfeil sauber in Richtung liegt. Jetzt ist der Pfeil für euch vorne genau hinter der Sehne verschwunden und so soll es auch sein. Als nächstes muss ich jetzt die kleine Schraube wieder festdrehen. Das ist alles, was wir an dem Button ohne Schützen einstellen können. Wir können natürlich noch die Federspannung einstellen, aber das muss der Schütze dann jeweils selber machen. Dazu eignen sich zum Beispiel ein Berger-Test. Oder bei einem Blankbogen, wie dieser hier einer ist, bestimmt man damit die Rechts-Links-Abweichung und korrigiert die Rechts-Links-Abweichung des Schützen damit. Wenn wir jetzt anstatt eines Reinkarbon-Pfeils einen Alukarbon- oder einen Aluminium-Pfeil hätten, dann würden wir den Pfeil jetzt, da es sich hier um einen Rechtshandbogen handelt, leicht links rausstellen. Bei einem Mischpfeil, also Alukarbon, eine halbe Pfeilspitze nach links. Das würde dann in etwa, hoppla, so aussehen, und bei einem Alu-Pfeil ganz eine Spitze raus, also etwa so. Da wir hier aber einen Reinkarbon-Pfeil haben, können wir es dabei belassen. Als nächstes folgt jetzt noch die Feineinstellung der Pfeilauflage und dann sind wir auch soweit fertig. Für die Feineinstellung der Pfeilauflage habe ich euch jetzt nochmal nah rangeholt.
Wir wollen die Pfeilauflage jetzt so einstellen, dass der Pfeil zwar unterstützt wird, aber nicht so leicht runterfällt. Dieser Pfeil fällt jetzt sehr leicht von der Pfeilauflage runter. Das heißt, ich werde den Pfeilauflagefinger jetzt ein bisschen zu mir ranholen, also vom Bogenfenster weg, dass der Schütze ein wenig mehr Unterstützung beim Auszug hat und ansonsten so, dass er über den Button sauber in der Mitte drüber läuft. Das ist hier schon relativ gut, allerdings noch nicht perfekt. So löse ich diese kleine Schraube und wie vorhin erwähnt, auf der Rückseite ist eine zweite. Ihr müsst euch das, je nachdem welche Pfeilauflage ihr schießt, genau angucken, welche dafür verantwortlich ist. Ich habe die Pfeilauflage jetzt vorsichtig gelöst. Das erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl und ein bisschen Feinarbeit. Haben wir ein wenig mehr Unterstützung und die Pfeillage sieht relativ gut aus. Der Pfeil läuft jetzt nicht exakt mittig über den Button, sondern leicht unterhalb. Das ist aber in meinem Fall jetzt beabsichtigt, wenn ich den mal runternehme, damit sich die Pfeilauflage hier freier bewegen kann. Würde ich die jetzt noch ein bisschen hochpacken, würde sie unter dem Button hängen bleiben. Die Pfeilauflage ist jetzt gerade etwas schwergängig, das korrigieren wir noch. Dazu sind diese beiden Schrauben hier da. Ich werde jetzt beide lösen. Ziehe eine so weit fest, dass die Pfeilauflage stehen bleibt und fange dann an, sie so langsam zu lösen, bis sie von alleine wieder rausspringt. Das machen wir bei der zweiten jetzt genauso. Jetzt hält diese Schraube die Pfeilauflage fest. Ich drehe sie vorsichtig langsam wieder raus, solange bis die Pfeilauflage von alleine wiederkommt. Jetzt sind die Schrauben so fest, wie es geht und so locker, wie sie müssen. Und damit haben wir den Bogen in eine Grundeinstellung gebracht, mit der der Schütze jetzt weiterarbeiten kann. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und damit bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen und macht's gut.